Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei Minecraft. Ja, wir haben hier eine schöne Aussicht. Wir spawnen hier auf einem Baum, nicht schlecht. Nein, es geht darum, zwar geht es hier um das Modpack für meine Staffel 3 Let's Play. Hier enthalten sind jede Menge Mods, also die gleichen, was ich in Let's Play verwende. Alle drin. Und zwar will ich euch das jetzt zur Verfügung stellen, natürlich unter gewissen Voraussetzungen und so weiter. Also seht, das sind jede Menge Mods. Ich glaube mittlerweile 116 Mods müssten es sein. Oder 115, je nachdem. Könnten auch weniger sein. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel ich reinpacken werde, ob ich wirklich alle reinpacke oder nicht. Ja, wie geht das vonstatten, dass ich jetzt das Modpack zum Download stelle, beziehungsweise darf? Ganz einfach, in der Videobeschreibung da unten findet ihr einen, ja, Download-Link. Die Datei ladet ihr euch mal runter, das ist eine PDF. Darin stehen wichtige Informationen bezüglich dem Modpack und wie alles vonstatten geht und so weiter. Einfach mal das gesamte PDF durchlesen, das ist alles selbsterklärend. Danach findet ihr unten ein paar Download-Links, die Dateien müsst ihr euch runterladen, am besten entpacken und dann laut diesem Video müsst ihr dann das Modpack installieren. Gut, dann fangen wir an mit der Installation. Wie gesagt, es sind um die 116 Mods oder so drin, also über 100 sind es auf alle Fälle. Ich werde auch die Map zum Download stellen, die ich in meinem Let's Play habe. Also in der nächsten Folge von Let's Play werdet ihr auch die Map als Download-Link erhalten und könnt sie dann weiterbauen oder wie auch immer. Gut, dann sehen wir uns gleich wieder bei der Installation und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Modpack. So, hier nochmal zu sehen. Also, ich habe hier 116 Mods installiert. Bei euch könnten es ein paar weniger sein, weil ich Optifine und so weiter nicht installieren werde. Gut, dann bis zur Installation. So, habt ihr euch die PDF genau durchgelesen und die Dateien runtergeladen? Achtung, das Passwort nicht vergessen zum Entpacken. Dann erhaltet ihr hier drei Dateien: einmal die Config-Dateien, einmal Forge. Das ist natürlich von der originalen Vorseite und die Mods von Modpack. So, wenn wir die drei Dateien habt, einfach entpacken und dann habt ihr die einzelnen Dateien. Hier die Forge-Dateien, ich habe jetzt alles umbenannt und hier die ganzen Mod-Dateien. Gut, wenn ihr das habt, installiert ihr auch noch MultiMC. Ich nutze es, ihr seht, da kann man verschiedene Instanzen machen, also mehrere Minecraft-Versionen parallel laufen lassen, ohne immer den Punkt Minecraft-Ordner zu tauschen. Ob es auch mit einem anderen Launcher geht, keine Ahnung, testet es selbst. Ich benutze immer MultiMC. Bei MultiMC geht man hier drauf, eine neue Instanz machen, dann ladet er die Versionen. Hier gibt man das ein, ich gebe es ein. Gebe einfach ein Let's Play Tutorial und hier kann man die Version auswählen. Man kann mittlerweile schon zwischen fast allen Versionen auswählen, also die 1.5.1 und die kommende natürlich auch. Wir wollen aber hier die 147 haben und wählen die aus. Was hier unten steht, drücken OK und OK. Danach starten wir die Instanz. Ihr müsst mal aufpassen, die werden zum Schluss angelegt. Natürlich müsst ihr euch noch einloggen mit euren Benutzerdaten und so weiter. Bei mir ist das bereits hinterlegt, also ich muss das nicht. Jetzt ladet ihr die originale Minecraft-Version runter. Wie gesagt, ihr braucht dazu auch original Minecraft oder ihr macht es gecrackt, mir egal. Sollte auch mit gecrackt funktionieren. Keine Ahnung. Weiß ich nicht, ob das so funktioniert. Aber hier haben wir Minecraft Version 1.4.7. Dann beenden wir das Ganze. Wir wechseln jetzt in den Instanzordner. Einfach hier oben draufklicken zum Beispiel. Oder in meinem Fall habe ich es ja schon geöffnet. Das haben wir dann hier. Zack. Ich refreshe das mal. So, hier hat sich dann ein Ordner gebildet, der gleich heißt, also bei mir ist es unter meiner SSD Minecraft Instanz und hier habe ich sie Let's Play Tutorial habe ich sie genannt. Bin ich blöd? Naja, hier. Hier haben wir auch einen Minecraft Ordner, also das ist der gleiche wieder Punkt Minecraft Ordner. Der Unterschied hier sind einige Dateien mehr als wie beim wirklichen Punkt Minecraft Ordner, weil hier ist noch der MultiMC Launcher und so weiter drin. Wir gehen in den Bin Ordner und öffnen die Minecraft Jar mit WinRAR oder 7-Zip. So, wenn wir die geöffnet haben, gibt es hier einen Meta-Info-Ordner. Den löschen wir einfach mal raus. Datei löschen. Ja, wir wollen sie löschen.
Gut. Danach öffnen wir hier unseren Forge-Ordner und markieren alles mit strga und ziehen es einfach hier rein. Da fragt er, ob wir ersetzen wollen und so weiter. Wir sagen ja. Wenn wir das gemacht haben, schließen wir den wieder. Hier können wir wieder zurückgehen. Und wir müssen Minecraft erneut starten, also unsere Instanz. Jetzt wird er ein paar Dateien noch von Internet runterladen, also es ist sehr wichtig, dass ihr eine Internetverbindung habt. So, und er hat es installiert. Wir haben jetzt Forge installiert, die 5.34, das ist die neueste von der 1.4.7 Version. Leider neuere gibt es leider keine für die Version, aber egal. Und wir haben schon drei Mods installiert. Das sind die Forge Mods. Dann beenden wir die ganze Sache. Gehen wieder in unseren Instanzordner. Das war hier bin. Gehen wir unter Minecraft rein. Dann haben wir hier den Config-Ordner. Dann gehen wir auch rein. strga oder Rechtsklick alles markieren, kopieren. Und Minecraft. Hier gibt auch einen Config-Ordner. Da gehen wir rein. Löschen diese zwei Dateien raus. Einfach entfernen drücken. Und kopieren hier die einzelnen Dateien rein. Wieder zurück auf dem Minecraft-Ordner. Hier auch. Und dann gibt es hier noch den Mods-Ordner. Da markieren wir die vier Dateien. Rechtsklick kopieren. In den Punkt Minecraft-Ordner auf die Startseite, also wo ihr alle Dateien seht, hier einfach Rechtsklick einfügen. Falls er fragt, irgendwas überschreiben, einfach ja klicken. So, dann starten wir nochmal Minecraft. Dieses Mal wird es etwas länger dauern, bis das startet, weil er die ganzen Mods laden muss. Also nicht wundern, kann ein bisschen dauern. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts falsch gemacht. Wir werden es ja gleich merken. Also er ladet noch. Bei MultiMC gibt es auch so eine Konsole, wo man schön nachvollziehen kann, was er gerade macht. Ihr seht, er ladet jede Menge. Rot heißt nicht gleich Error, sondern das sind Informationen. Es gibt auch Errors, die aber teilweise uninteressant sind. Hier kann man auch rausfiltern, falls es ein Problem gibt. Ja, wenn das kommt, einfach auf OK drücken. Das heißt nur, es gibt eine neue Version. Hier bei der Minecraft-Version wird er immer anzeigen, dass es Update gibt. Was aber uninteressant ist, denn es sind bereits, ich glaube, die neuesten Versionen von der 1.4.7, er zeigt nur an, dass es bereits für die 1.5.1 auch gibt. Also keine Updates durchführen der Mod, sonst wird das Mod nicht mehr funktionieren und ihr könnt meine Let's Play-Welt nicht mehr spielen. So, ja, ihr seht, 115 Mods sind es. Ganz einfach, warum? Weil wir Optifine nicht installiert haben. Wer Optifine installieren will, einfach Optifine runterladen in die .minecraft.char, in den minecraft.char reinkopieren und fertig, schon hat er 116 Mods, so wie ich. Ja, wir testen, ob es klappt, Singleplayer, machen eine neue Welt und warten mal kurz. Dauert ja natürlich ein wenig, bis er die erstellt, weil er die ganzen Mods laden muss. Dann hoffen wir mal auf das Beste. So, ihr seht es schon. Hier im Chat zeigt er, dass Updates vorhanden sind, die einfach ignorieren, die wird er euch immer anzeigen oder ihr deaktiviert sie in der Config-Datei. Er zeigt nur an, dass neue Versionen vorhanden sind, die uns aber nicht interessieren, weil sie für die 1.5.1 sind. So, und ihr seht, wir haben wieder alle Mods drauf, alles drum und dran. Es sind wie gesagt jede Menge Mods, die ich in meinem Let's Play verwende. Einfach das Let's Play anschauen, dann wisst ihr auch genau, welche Mods es sind. Ich werde jetzt nicht alle aufführen. Das ist mir ein wenig zu blöd und zu viel Arbeit. Gut, ja. Über ein Like und ein Abo freue ich mich natürlich auch. Schaut mal mein Let's Play an, schaut mein Forum vorbei und so weiter. Bei Fragen und Fehler meldet euch im Forum. Dann kann ich euch helfen. Installation von gecrackten Minecraft unterstütze ich natürlich nicht, da ich selbst Original Minecraft benutze, werde ich keine gecrackte Minecraft-Version supporten. Auch bei Problemen von Mods werde ich keinen Support geben. Jeder Mod hat eine eigene Seite, dort könnt ihr um Support fragen. Ich gebe lediglich bei der Installation Support. Ja, im Forum findet ihr jede Menge Beiträge und so weiter zu Mods. Wiki-Seiten und alles mögliche, könnt ihr auch mal vorbeischauen, wenn ihr Fragen habt. Und ich denke mal, wir sehen uns ins Let's Play wieder.
Wie gesagt, die PDF in Download-Link richtig beachten, dann klappt auch alles. Dann viel Spaß mit dem Modpack, wie gesagt. Nun könnt ihr auch meine Let's Play-Welt spielen, die ich in der nächsten Folge wahrscheinlich zum Download stellen werde. Die müsst ihr dann einfach in den Save-Ordner reinkopieren. Das heißt, unter eurer Instanz hier habt ihr einen Save-Ordner. Dort kopiert ihr einfach die Datei rein, wie sie auch immer heißen wird. Hier seht ihr die Welt, die wir erstellt haben. Einfach reinkopieren und dann könnt ihr sie unter Singleplayer einfach auswählen und spielen. Wenn dort eine Frage zwischen Ja und Nein kommt, einfach auf Ja klicken. Dann habt ihr das Modpack nicht richtig installiert. Oder ihr habt zusätzliche Mods installiert, die nicht kompatibel sind. Das heißt, es kann auch sein, dass die Welt dann nicht wirklich spielbar ist. Wie gesagt, das Modpack ist für mein Let's Play ausgelegt. Wer weitere Mods installiert, sollte sich bitte eine neue Instanz machen, denn sonst kann es zu Fehler kommen. Dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem Modpack und wir sehen uns natürlich im Let's Play. Lasst ein Like und ein Abo da. Und ja, viel Spaß. Bis dann, Leute. Euer Edcrafter.